Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück hier zu LS15 der Alps, zusammen mit dem Werner, den Freezy und den Tino. Hallo. Hallo. Hallöchen. So. Okidoki. Aber jetzt liegen sie doch ganz gechillt da, oder? Ah, die liegen jetzt richtig gut da. Ja. Aber die sind alle krumm gewachsen, ne? Guck dich das mal an hier. Ja. Naturprodukt. Das ist so. Kannst du nicht beeinflussen. Okay. Gut, also hier wird schon wieder ein Einfamilienhaus hinpassen. Haben wir gut gemacht. Definitiv. Haben wir noch mehr unten? Ja. Wir haben noch mehr, aber ich weiß nicht, ob wir noch mehr hochholen sollten oder ob wir erstmal warten sollen, bis Randy soweit ist. Ja, das auf jeden Fall. Weil wenn das alles rum und übereinander keilt und bläh, ist auch nicht so geil. Haben wir Freezy heute mit dabei? Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Der ist im Bauwagen, glaube ich. Ah, ja. Wieder mal. Hab mir den Finger geschnitten. Ja, ist halt so. Wenn kannst du dir ein dreijähriges Messer in der Hand geben, der kann besser mit umgehen. Wenn du dir bald den Finger schneidest, ist das kleinste Problem, glaube ich. So, warte mal, schieb den mal rum. Ich habe eine Frage. Ja. Wollen wir diese Fahrbahn-Dinger mit der Zange verkaufen? Ja, bitte. Du meinst die Skidder? Skidder, genau. Sorry, ja. Skidder. Skidder heißt sowas. Dann machen. Das war ich freiwillig nach unten. Ja? Ah, nee, da kommst du ja gar nicht mehr. Hast du mit an, oder? Ja, ich hatte ihn ja gerade, aber. Dann kommst du ja gar nicht mehr. Ich habe ihn Freihaus abholen lassen. Juhu! So, was mache ich denn jetzt hier? Ich weiß ja nicht, was Freezy macht, aber. Ich weiß auch nicht. Ey. Wir gehen mal rum. Irgendwas hat noch. Oh. Gut. Wo ist er hin überhaupt? Ja, ja. Hola. Hallo, Hombre. Jetzt kannst du loslassen. Sicher? Denke. Oder zumindest ein Stückchen tiefer. Ich kann den jetzt hier so... Ja, oder wenn er ihn so festhält, kann ich ihn noch ein bisschen rüberziehen. Oh, das muss man mathematisch berechnen, glaube ich. Mathematisch? Kannst du zu dir ziehen und rein... Bisschen aufgemacht. Also bei mir flutscht das schön durch die Zange vorne. Immer schön vor zurück, wenn es geht. Wow. Geht so weit vorne. Genau, das läuft. Holla. Da oben kommt Licht. Wer ist das? Freezy. Bauer. Wo hast du das jetzt verkauft, Freezy? Beim Sägewerk-Dings. Okay. 27.000 knapp haben wir jetzt. Ja, um die 9.000 noch was. Ganz kurz gucken. Ja gut. Der Pelletsautomat kostet uns 8.500, ne? Den sollten wir uns echt kaufen. Die Frage ist nur, wo wollt ihr den platzieren? Das müssen wir mal schauen auf der Karte. Warte mal. Lass mal kurz hier. So, jetzt tut das Ding da rein. Los, warte, ich drücke noch ein bisschen rum. Schwenke halt mal deinen Arm nach rechts. So, wo nicht ran. Du bist voll daneben. Ja, ach, WTF. Ey, was machst du denn? Wollte Werner platt fahren. Oh. Da musst du einen richtigen LKW kaufen. Wenn du meinst, ist wie Hulk und bringt dann. So Zweiachser hier. Bin aus Teflon. So. So, warte mal, platzierbare Objekte. Da Och, jetzt rollt der nächste Spasti wieder da. Ja, das ist katastrophal. Ich helfe dir mal mit dem Steier ein bisschen, das geht ja gar nicht hier. Pelletautomat. Jetzt mal der sich jetzt auch noch den Häcksler packt. Ach. Bremse an. So, wie sieht's aus, Männer? Ja, der Pelletautomat, den jetzt zu platzieren, ist jetzt eine echt gute Frage. Können wir den nicht unten beim Sägewerk irgendwo hin platzieren? Nee, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Was macht denn überhaupt der Pelletautomat? Pellets. Oh, Pellets produzieren. Würde es nicht, ne Vorschlag, würde es nicht eher Sinn machen, den hier irgendwo zu platzieren und dann den Pelletsverkauf im Dorf zu platzieren? Also sonst musst du mit den ganzen Gerätschaften immer hin und her fahren. Und wenn wir den, Legeplatz ändern, dann müssen wir jetzt mal hier hinfahren.
Weil dann bekommen wir wieder böse Kommentare, dass wir so auf den Sägeplatz ändern. Oh. Also ich kann den nicht platzieren, keine Ahnung. Hier kannst du nicht platzieren? Ja, auch alles uneben. Nee, irgendwie nicht. Es darf halt kein Bearbeitungsdöns da irgendwo sein. Mm, ja, das ja ist aber das ich Problem. Bin ja gerade hier. Ja. Ja, der macht gut. Lass mich mal da rein in die Dings. Und platzier mal das Teil hier. So. Boah, tatsächlich kannst du das gar nicht platzieren. Du willst den Automat haben, ja? Für 8000. 8,5, ja. Ja. Der ist einfach zu groß. Kann gar nicht platziert werden. Warum? Weil es eine Fehlermeldung ausspuckt. Invalid Placement. Ah. Weil normalerweise, du hast gar nicht diesen Kreis da, sondern du hast ja das Gebäude, was du siehst. Haben wir vielleicht... Diesen Universal Progress Kit, ja. Ne? Habt ihr den Mod drin? Drauf. Okay. Der Mod dürfte drauf sein, ich weiß jetzt noch nicht welche Version. Da können wir dann mal gucken. Ab das Ding dann haben, also das macht ihr mal hier, ich guck mal fix. Willst du uns ein Lied singen, Freezy? Besser nicht, ich hatte letztens schon einen bösen Kommentar unter meinem Video. Ich hab gesehen, du so, hast... So, jetzt müsste mal jemand hier den Baumstamm hinten mit bisschen... Ja, ich naja. Bin... Was hast du gesehen? Ich hab gesehen, oder du hast... Oder kannst du auch erstmal den hier reinschmeißen, wenn du willst. Jo, kann ich machen. Ich hab gesehen, du hast etwas kommentiert unter einem von unseren Videos. Ja. Aber ich hab gar nicht gelesen, was? Ich hab nur das Logo von dir gesehen. Ja, die Leute schreien ja bei dir unter die Kommentare, mach doch mal mit Facecam wie die anderen und blablabla. Da hab ich gesagt, yo, Werner, wir wollen die Facecam sehen. Ach, so einer bist du. Ja. Ein Rheinreißer, okay. Ein Rheinreißer, so genannt. Au, 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 Freezy. Du weißt also, was man früher mit Rheinreißer gemacht hat? Du kannst lieber... ans Bett gebunden, ein Stück Seife ins Handtuch und dann auf die Wampe gedroschen, Junge. Du kannst besser die Facecam anmachen, bevor du so einen wütenden Mob in die Kommentare hast. Du oder was? Nee, ich nicht. Achso. Jetzt ist er... Jetzt versucht er richtig reinzureißen, habe ich das Gefühl. Ach, der Manus ist der Einzige, der immer alles schön checkt. Den kann man so schwer verarschen, ey. Nee, komm, den müssen wir noch mit rein. Nicht vom Fleck tatsächlich. Was, den müssen wir noch mit rein tun? Müssen jetzt helft doch mal mit der Bergziege und steh nicht so tatlos rum. Das kann er. Das kann er. Das kann er gut, ne? Das hat er gelernt. So. Hab ich von Tino gelernt. Du quatschst nur dünnes, wenn du nichts machst. Merkst du das noch nicht? Also, du müsstest den oberen jetzt weg, ne? Ja, ich bin dabei, warte. Okay, sag mal, wenn's losgeht. Warte. Dum, dum, los. Dum, 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 soll ich dir was sagen? Der Steuer schafft's immer noch nicht. Aber warte mal, du hängst irgendwo. Ich häng irgendwo, tatsächlich. Ich häng, glaube ich, im Boden hier irgendwo. Nö, das passt schon alles, aber schau mal die Spitze weg. Ja, okay. Ja, toll. Steht frei mit einer Kettensäge. Naja. Alle die gleiche Idee. Ah. Sehr gut. Tino, so. Drehen, sonst verlierst du den gleich. Jo. Moment. Freezy, stopp. Aus, Freezy, Platz. Ja, ich muss den so, ja sonst... Warte, Ein Moment. Alles gut. So, und jetzt geht's ab. Da geht's jetzt rein. So, schön, mach's jetzt. Und... Jetzt vorsichtig rein. Ist das ein Traum? Ist das ein Traum? Ist das ein Traum? Kann man einer auf den Hügel gucken, wie viele Bandits da schon... Hackschnitzel? Guck, ich erst da. 75%. Also das der schwenkt doch automatisch lieber auf den nächsten, weil der ja auch leider ist. Ja, haben wir zwei platziert, glaube ich, ne? Den einen habe ich schon komplett leer gemacht. Ja, aber der bleibt doch trotzdem bestehen. So. Dann ist es halt ein Haufen mit 0%. Ah, okay. Nee, Schraubzappel da hinten. Entschuldigung, ich werde immer so nervös, wenn du anfängst. So. Ach. Das ist so immer der Druck, kein Fehler. Ich gehe tanken, weißt du? Ist glaube ich vernünftig hier. Bring mal eine Bobo mit. Sensch. Muss ja mal anschließen, wie viel da noch überhaupt drin ist. Und eigentlich müssen wir mal, bevor wir hier das
immer die Aufnahme starten, müssen wir eigentlich immer so eine Bulette in die Mitte stellen. Kann jeder seinen Senf dazugeben. Der Flachwitzen-King. Ja. Soll ich weiter zurückfahren? Nein. Bist sicher? Ja. Halt einfach die Klappe. Ich geb um. So. Vielleicht sollst du den... Lass ihn los! Oh, Lord, er kann nichts. Lass ihn doch los! Ich fall doch mal um. Oh mein Gott. Ich hätte mal wieder genannt, okay, den alten Mann aufhelfen. Die zweite. Ist so einer, bevor er loslässt, weißt du, er ist letztens lieber vom Dach ziehen, so ungefähr. Du hältst die Klappe. Unglaublich. Ich würde ihn liegen lassen. Ich bin doch umgekippt, weil du gesagt hast, ich soll ihn loslassen. Du hattest ja, mich schon... weil der Stamm hat dich reingezogen mit. Und du ja, hast aber, den festgegraben. Ach, vergiss du es. Du hast mich schon so gedreht. Ja. Danke, ich, Werner. Ich bin schuld. Werner, oh, vor allen Dingen, danke, Werner. Ja. Da sieht man, wo die Menschlichkeit noch ist. Weißt du, wie du dich nennen solltest auf YouTube? Wie denn? Dalukart. Der ist genauso, ey. Das ist genauso dasselbe immer. Nee. Ey, bleibt der Stamm jetzt mal. Hast du ihn aufgefangen, Werner? Nee, gerade so nicht. Verdammt, das war eigentlich warte, der Plan. Warte, halt ihn so. Ja, ich halte ihn so. Kein Problem. Kannst ihn angrapschen. Und ich halte ihn und du grapscht. Okay. Hab ihn. So, jetzt nach vorne, wenn es geht. Oh, das geht nicht. Moment, ich Moment. Problem ist, er ist ja unter der Achse. Das ist, aber jetzt ist er vorgeblockt. Alles gut. Bisschen verbogen, sonst passt alles. Grüezi, der Traktor steht im Weg. Hast du bestimmt schon gesehen, oder? Ich wollte es dir nur nochmal sagen. Grüezi, ist der falsche Traktor. Der Mitarbeiter des Monats. Oh, dem ist aber echt meine Urkunde. Ey, der braucht wirklich meine Urkunde. Das ist unglaublich. Ja, was ihr zwei braucht? Deine Mom? Nee, jetzt sag mal. Lach in den Nacken. Was brauchen wir? Lach in den Nacken. Ja, Geh steht für Gönnen, ne? Mhm. Immer noch. Und 4 steht für Lifestyle. Ja. Wisst ihr, was F steht? Fick dich. Nee, Fresse. Gesundheit. Danke, warum seid ihr immer so aggressiv, ey? Ich verstehe das Randy auch nicht. So, Randy ist immer aggressiv. Randy macht halt die Fresse, halt die Schnauze. Aber warum? Hurensohn. Oh, was? So was? Klar, hab ich jetzt schon die letzten Folgen 30 Mal im Satz auseinander gesagt. Nee, wow. Das nicht. Aber sowas darf man nicht sagen, das ist ein böses Wort. Ja, Randy. Wow. Erinnerst du dich an die Skype-Konversion heute zwischen uns? Es ist ein Unterschied. Hallo, hier ist Vollstab! Feuer! Ja, von wegen, der schwenkt um. Also einen Meter vorfahren oder zwei. Sicher, dass der andere noch da ist? Müsste der andere. Ich weiß nicht. Oder ist er dahinter? Moment mal. Der war hier hinter. Hier war der. Nee, guck mal, warte mal. Ah, hier ist er. Haufen. Passiert da was? Nee. Nöp. Oh. Randy hatte das letztens gemacht. Der hat da irgendwie was gedrückt, dass da ein Haufen entsteht. Ja, das ist nicht, Moment, ich mach das. Hip-Tick-Trigger halt plötzlich. Warte mal, statt Autoladen? Was ist denn das? Ja, das ist natürlich die Noob-Variante, sagen wir es mal so. Ernsthaft? Der hat ein Autoload? Ja, der hat ein Autoload. Lol. Das hätte ich mal eher wissen müssen. Laber nicht. Oh. Warte, ich fahr vor. Nee, alles gut, du hast Stützen draußen. Oh, da ist die Vorwärts-Rückwärtsschaltung raus. Alles klar. Lol. Da hat keiner gesehen. So. Sollen wir den genau... Das brauchen wir nicht mehr, ich versteck's im Wald. Ja, das... Was ist ein Bullenfänger? Das muss ich jetzt testen. Da vorne ist ein Motorhaufen-mäßig. Ja, naja, gibt's auch hinten. Okay. Egal. Hast du dran? Wieso sitzt jetzt neben dir einer? Das ist der Manus. Kennst du den nicht? Nee, Manus. Ach so. Jetzt ist er weg. Ich steig schon ein. Geht nicht. So, ich hab den mal erstellt, glaube ich. Guck mal, ob das jetzt funktioniert. Oh, nee. Oi. Ah. So, warte mal. Der hat hier was gerade... ja. Willst du mal testhalber den Autoloader mal anmachen? Nur zum Testen? Ja, warte. Muss aber einigermaßen in der Nähe sein, glaube ich.
Also du weißt halt nie genau, welchen Punkt er nimmt. Lol. Ja. Das klappt ja riesig. Gar nicht. Wow, der nimmt einfach die Mitte. Das ist nice. Ah, ja, aber der kennt wahrscheinlich nur Geschnittene, ne? Also. Okay, also meine Freunde, wir sind erstmal fertig. Für den Bart und lass nicht vergessen, wir werden vorbeischauen und dann sehen wir uns in 2 Tagen wieder. Bis dann, auch drinne.